Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue Highround-Strategie zeigen auf der Karte Verlassener. Und zwar braucht ihr hierfür erst einmal die Wunderwaffe. Jedoch könnt ihr die Wunderwaffe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht durch einen gratis Easter Egg freischalten. Jedoch könnt ihr sie durch die Missionsmaschine bekommen, wenn ihr die auf Legendär spielt oder durch die Kiste. So, ich würde euch empfehlen, macht die Missionen auf Legendär, denn dort ist es wahrscheinlicher, dass ihr sie bekommt, anstatt ihr irgendwie 20 Kisten dreht und nichts bekommt. Wenn ihr die Wunderwaffe dann habt, dann begebt euch hier zum Lagerbereich auf diesem Dach, gegenüber von diesem Pizzaladen. Und wenn ihr dann hier steht, Leute, braucht ihr einfach nur die Schlagen-Taste bzw. die Schießen-Taste zu spammen und die Zombies, die von rechts hochkommen, sterben alle. Es kann mal sein, dass dieser Boss-Zombie euch einmal anschießt, wenn er da in der Ecke ist. Das passiert aber sehr selten. Im Normalfall kommt er zu euch hingelaufen und dann macht ihr dann auch easy down, Leute. Also wie ihr seht, kommt der Normalfall so wie bei mir jetzt hier von rechts und so könnt ihr den auch easy down machen. Ich würde euch auch empfehlen, eure Waffe komplett zu verbessern und euch Perks zu kaufen. Das Coole halt an dieser Waffe ist, dass wenn ihr einen Zombie tötet, dass euer Schild sich auflädt und euer Leben auch, sofern ihr die Nahkampfklasse gelevelt habt. Wenn dann bei euch die Jünger spawnen, so wie bei mir, dann könnt ihr die einfach komplett ignorieren, Leute, denn die kriegen euch nicht down. Weil wie gesagt, immer wenn die Zombies hier von rechts kommen und ihr Zombies tötet, dann lädt sich euer Schild und euer Leben wieder auf. Und ihr könnt halt warten bis zum Ende der Runde und die dann ganz in Ruhe easy töten. Auch wenn der Sturmzombie spawnt, habt keine Angst, denn der wird euch auch nicht down bekommen. Wie ihr seht, schießt er mich die ganze Zeit ab, aber ich verliere so gut wie gar kein Leben. Also Leute, sofern ihr alle Perks habt, jetzt um sicher zu gehen, könnt ihr wirklich alle kaufen. Macht eure Wunderwaffe auf Stufe 3, dann könnt ihr hier wirklich sehr viel XP sammeln und auf Highrounds gehen. Nehmt euch noch den Feuerring mit, für alle Fälle, falls euch zum Beispiel die Schüsse von dem Sturm nerven, dann aktiviert euren Feuerring, dann blockt er auch nochmal die Schüsse. Oder ihr spart euren Feuerring, falls später der Boss-Zombie ein bisschen stärker wird, dass ihr den noch schneller down bekommt. Ansonsten war es das mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und kein zukünftiges Video verpassen wollen, können gerne ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.